begrüße euch, wie immer, recht herzlich, heute wieder als Captain Rex. Im Moment geht es ja schnell, denn wenn man die paar Tage abrechnet, nach diesem Clip sind noch waschechte 5 Monate und dann sitzen wir alle in E8, Episode 8 und lassen uns berieseln. Wir haben zwar noch ein paar Schreckenssekunden wegen Han Solo, ob das vielleicht was Gutes wird. 3 Wochen bevor alles zu Ende ist, wenn dann die Regie gefeuert wurde, aus welchem Grund auch immer. Früher war der Cutter, also im 19. Jahrhundert, wie alles so angefangen hat, Laterna Magica, wie alles kam, war der Cutter an sich derjenige, der Filme so gestaltet hat, damit das waren die wahren, echten, die wurden auch weggesperrt. Man war froh, wenn man einen spitzen Cutter hatte, der mit dieser sehr entflammbaren Geschichte, mit vorsichtig der Entwicklung des Films vertraut und durch die Geräte und auch, wie gesagt, damit umgehen konnte und auch schnell einen Film daraus zaubern konnte. Ein Cutter. So, und heutzutage spricht man von Regie. Regie macht selber, Regie cut. Ich habe mir jetzt den Blade Runner angeguckt. Ich kenne den Urvater von Blade Runner, weil Blade Runner 2045 kommt ja demnächst ins Kino. Man sprach davon, man sollte an sich den Regisseur vielleicht dafür nehmen und so weiter und so fort. Disney tut mir auf eine Art leid, weil die müssen Regisseure suchen, um die zu nutzen, damit was Geschichtliches rauskommt. Das andere wie Herr Spielberg, wie Herr Lucas, mache jetzt nicht, sonst müsste ich stundenlang hier 75, es gibt 75, die Sci-Fi-Filme auf den Weg gebracht haben, diese Sci-Fi-Filme in aller Munde und man weiß, wow, ein Ridley Scott hat mal. Mahlzeit, Hallöchen. Es war ja Sommersonnenwende, vielleicht lag es da in der Luft. Also wie die Sommersonnenwende war, wie also der 21. erschien, dass wir Sommer haben, lag irgendwas in der Luft. Es krabbelte halt bei Star Wars nicht nur dort, sondern auch woanders. Wenn man 100% in der Dienstleistung tätig ist und wenn man in der Industrie 4.0 auch schon verwoben, ist man ja rein digital. Rein digital bedeutet, dass das analoge Zwiegespräch oder vorgetragene Gespräch unter 4 Augen kaum noch stattfindet. Und wenn man sich so bei Facebook mal die Zeit nimmt und wie gesagt kleine Fehler einbaut, ihr dürft mir glauben, da geht die Post ab. Macht es einfach mal, schreibt mal Anakin mit I und nicht mit A, wartet ein paar Sekunden, dann flippt da jemand aus oder irgendwelche Zeitgeschichten oder so. Wie komme ich jetzt da drauf? Durch Transformers. Transformers kommt heute ins Kino, hat also natürlich schon eine Ohrlasche bekommen, weil Hitler durch eine angebliche Uhr da vernichtet wurde und so weiter und so fort. War also 1000 Jahre Transformers. Die Transformers sind also diejenigen, welchen die uns Menschen da auf irgendeine Art auf den Weg gebracht haben. Also da fragen sich die Transformers auch, warum gab es überhaupt Menschen? Nein, die Menschen fragen sich, warum gab es überhaupt Menschen, wenn sie den Film Transformers 5 sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, kommt heute ins Kino, werdet ihr, oder die es mögen, werden sich anschauen. Also ich spreche jetzt mal von mir persönlich. Ich mag Film, so wie er ist, der soll mich unterhalten. Film soll mich unterhalten, ich schaue mir ja auch eure Beiträge an. Wenn die mich dann sehr interessieren und wenn ihr die auch interessenhalber gut rüberbringt, schaue ich sie mir auch sicherlich bis zum Ende an. Macht ihr ja bei mir genauso, wenn ich langweile, klickt ihr mich weg. Das ist eben, das ist vollkommen in Ordnung, weil die Videoclips werden so hergestellt, dass sie informieren, dass sie unterhalten und jeder soll selbst empfinden. Wichtig ist, dass analog leider nicht stattfindet, man unterhält sich leider nicht analog, man lernt sich also auch nicht analog kennen. Um vielleicht etwas zu machen, deswegen rufe ich jetzt noch einmal auf als Captain Rex, noch nicht in voller Montur, die brauche ich halt noch, also ich muss sie noch suchen, dass ich die irgendwo herbekomme oder einer mir die herstellt. Also als Captain Rex Darsteller, Cosplay, möchte ich darauf, wie gesagt, das bleibt alles, dieser Club bleibt, die Idee Filmfiguren, also, oh Gott, Foto, Filmfiguren, Cosplay, Fans, Stadt, Essen, Club, Star Wars mäßig soll bleiben. Und auch wachsen und gedeihen. Ich freue mich natürlich, wenn analog jemand hier erscheint, ja, wie analog hier die Dortmunder da waren, wie analog aus Herne jemand da war, wie analog überhaupt aus Facebook plötzlich jemand hier vor der Theke steht oder hier sitzt, da in der Lounge, Star Wars Lounge, und wir uns unterhalten. So, ich werde der sogenannten Buchhaltung, deswegen mache ich das nochmal öffentlich,
mal erklären, dass wir das Ganze da hinten mal abschreiben, das Ganze. Ist ein Riesenverlust, aber sieht gut aus, ist jetzt ein Bestandteil. Also die Star Wars Lounge wird jetzt zum Bestandteil des gesamten hier rein digitalen Industrie 4.0 Komplexes, wie auch diesem analogen Komplex, wo wir uns austauschen, wo hier gearbeitet wird. Wie gesagt, ich habe immer noch diesen Wahnsinns-Filmauftrag da am Laufen. Deswegen überbrücke ich das ein bisschen, weil ich jetzt keine Lust habe, mich da draußen jetzt schon hinzusetzen in die Sonne. Wenn ich es schaffe, bin ich auch irgendwann mal richtig schön braun. Ansonsten gehe ich für die Kamera bedingt, für irgendeine Rolle, auch Solarium, lass mich da bräunen oder so. Es muss nicht unbedingt sein. Also als Captain Rex, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob er das verfolgt, ob die Rebels verfolgen. Ich habe mich heute nochmal informiert wegen dieser Figur. Also Captain Rex soll auch bis hin in der sogenannten Staffel 6 weiterhin bestehen bleiben. Also bei den Rebels Staffel 6, im Moment sind wir erstmal, glaube ich, bei 3. Ja, 4 ist noch gar nicht angedeutet, aber so wie die Verantwortung sprach, wollen die insgesamt irgendwie doch 6 Staffeln herausbringen. Ob sie die noch in die Destiny-Zeichentrickgeschichte aller 15 Minuten da mit einbinden, keine Ahnung. Ist ja noch gar nicht so auf dem Markt. Wir haben auch gar nicht August, wir haben auch die Ware noch gar nicht. Also mir gefallen diese Pöppchen, ich möchte die unbedingt haben hier. Also da ich ja viel befragt werde elektronisch. Also die Figuren, die hier zu sehen sind, sind an sich gedacht für Film. Das heißt also, dass meine Kamera und ich, wenn ich über Film spreche oder so weiter, eine schöne Kulisse darstellt. Einer hat ja schon geschrieben, soll den Globus da rausschmeißen, weil der Globus stimmt ja sowieso nicht. Leute, ja, alles okay, dann gehe ich mal hier hin, dann ist der Globus weg. Es macht richtig viel Spaß, nur was nicht Spaß macht, ist halt nur digital. Man weiß halt nicht, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht. Möchte der Kunde das jetzt haben oder möchte der Kunde das jetzt nicht haben? Gestern bekam ich da hier Name, Adresse, alles, aber ich weiß nicht, ob der Kunde überhaupt haben möchte. Ich kriege hier ganz viele Aufträge. Ich hatte 10 Sachen zu machen und nachher, so kann man die Sachen auch entsorgen. Also ich musste 10 Videokassetten ab 4 Stunden digitalisieren. Das waren also über 40 Stunden. Jetzt sitze ich hier, oh Gott, auch glaube ich 40 Stunden vor. Pro Tag schaffe ich also nur 2 Aufträge, a 4 Stunden, das sind also 8 Stunden. Das heißt also, sobald gerade, wenn überhaupt, die Kassette eingespielt ist, Zweckbearbeitung, dass die nächste eingespielt wird, Zweckbearbeitung, ist es meistens schon 17:30 oder 18 Uhr und dann ist auch meistens die Arbeit auch schon zu Ende. So, wie gesagt, einem Groot gefiel mir auch, Galaxy, der Regisseur hätte das, wie gesagt, der hat auch ein leichtes Spiel gehabt, weil es musste ja alles neu erfunden werden. Es sind neuartige Schauspieler, keine Integration wie bei Han Solo. Han Solo ist sehr schwierig, weil der muss ja irgendwie, an sich ist alles gesagt worden. 35 Jahre alt war der Schauspieler zu dem Zeitpunkt Episode 4, Harrison Ford. 35 Jahre war er alt. Nur die anderen waren zwischen 19 und 20 Jahre, also waren 15 Jahre jünger wie Harrison Ford. Harrison Ford, wie gesagt, war auch 5 Jahre jünger wie George Lucas selbst. So, George Lucas ist auch so um die 40 und nachher 42 und so weiter, wie er die Filme da auf den Weg gebracht hat. Also er hatte verdammt viele Erfahrungen und Harrison hatte auch viele Erfahrungen. Und die anderen Filme haben es ja auch gezeigt, wo er drin tätig war. Jetzt Blade Runner 2045 ist er ja aber nur in der Nebenrolle zu sehen. Ja, I'm Groot, ich finde Galaxy toll. Geh mal eben ran. Ach, vorhin habt ihr gesehen, wie ich gestürzt habe. Ne? Ich hatte angefangen, den Monolog hier loszulassen und dann wurde ich da. Ja, ich gebe nur jetzt Antwort. Ich lebe nämlich online. Dann haben wir es hinter uns. Also die analoge Zeit war auch nicht schlecht, wenn man sich so getroffen hat. Aber damals hatte man ja auch gar nicht so viel Zeit. Hier kann man die Zeit einfließen lassen. Man kann einfließen lassen und man kann das Digitale mit einarbeiten. Ja, ist klar. Die haben heute alle schulfrei, weil heute Morgen wurde gesagt, die Schulen können selbst ermessen, ob sie schulfrei geben. Logo, wir gehen ja mal so frei, das merkt man. Ist ziemlich leise hier,
ich bin ja in der Daddelgesellschaft. Also Kindergeschrei kenne ich nur in einem Kinderhort. Momentan sind so, ne, so ist halt. Ich liebe es. Paar Sekunden, ich bin dann wieder bei euch. Hi. Grüß dich. Ist frei. Leck mal vom Blog selber Joscha angerufen. Sehr gut, ich kann. So, ihr Digitalen, ich bin an sich ein Analoger. Analog, das bedeutet an sich mit den Ganzen, die hier verweilen, mit denen zu sprechen, mit denen zu reden oder draußen gleich wieder in der Sonne. Das kriegt ihr nicht mit, weil da keine Kamera an ist oder mitmacht. Also wie gesagt, dieser Club ist ein einfacher, lockerer. Ich freue mich wirklich, wenn ihr wirklich automatisiert mal hier vorbeikommt. Es ist ja bald Sommer. Die Sommerwende war am 21.06. war die Sommerwende. Und jetzt ist Sommer da. Mal mehr, mal weniger, mal richtig heiß, mal mit weniger Regen, etc. Es ist Sommer, okay. Und bald ist Weihnachten. Es geht ratzfatz, es geht ruckzuck. So, wir Digitalen, noch einmal, ich als Captain Rex arbeite dran. Das wird sicherlich eine lustige Geschichte, auch die Cosplay-Geschichte. Also, es werden immer noch Cosplayer gesucht, es wird immer noch alles gesucht, weil es soll immer noch irgendwie eine Art Sendung vonstatten finden, ein Austausch. Es soll so werden wie früher in der analogen Zeit. Da ging es, da kam man. Ne? In der heutigen Zeit ist es ja super. Jeder kann für sich bleiben und trotzdem könnte man machen. Und das ist ja das Schöne an der Geschichte. Weil dieses Analoge gibt es ja als Fachgeschäft und auch digital. Und wir sind ja schon bei Industrie 4.0 und es wäre angenehm, wenn wir hier digital mit analog verschmelzen, analog-digital verschmelzen und einiges machen. Auch analog, wie gesagt, vor der Kamera, hinter der Kamera, auch eine Art Hobby hochfahren im Star Wars Modus. Eine Menge kann ich. Ich kann wirklich eine Menge, aber ich habe nicht so viel Zeit. Man braucht auch Zeit, Muße und auch Einfälle, ja, von jemand anderem. Oh ja, machen wir das so. Ich habe schon Interesse, ein riesengroßes Diorama vor dem Fenster hier zu erstellen, da irgendwie, macht ja auch Spaß. Ne? Wie man früher eine Eisenbahn gestaltet hat, jetzt ein Diorama, Endor zum Beispiel, die Endorianer, auf Deutsch gesagt, habe ich ja schon, ne? Bekommen, habt ihr ja gestern gesehen, 4 Endor-Krieger. Ich habe ja hier, Gott sei Dank, eine Firma, wo man die Lose bestellen kann und. Ja, und wie gesagt, es macht richtig viel Spaß. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal analog erscheint. Stehe ja bei Google, eingeben und die Wegbeschreibung, alles steht da. Würde ich mich also freuen, wenn ihr euch da mal sehen lasst. So, jetzt aber gehe ich in die Sonne und mal schauen. Ja, heute kommt nicht Ware, heute bräuchte ich nichts vor. Wie gesagt, heute läuft Transformers im Kino. Wonder Woman läuft auch. Die sind zwar sehr kritisch abgehandelt worden wegen Judäa und so, aber interessiert mich ja nicht. Mich interessiert nur der Film. Ich sehe auch nur den Film. Das drumherum interessiert mich persönlich nicht. Ich möchte einfach nur genießen, wenn der Film so gestaltet ist, dass das ein Genuss wurde. Super. Spitze. Und dann guckt man sich den an. Ich fange nie an, drüber nachzudenken. Mich interessiert auch nicht, was die sich da ausdenken. Weil es ist denen ihr Bier. Ich glaube, die sich da bekriegen, 4 Wochen oder beziehungsweise 3 Wochen vor Drehschluss, alles hinschmeißen, zeigt schon, dass die, also, ne, ist ihm das selber. Also für mich zeigt das nichts. Also Größe ist anders. George Lucas ist für mich eine Größe. Spielberg ist für mich eine Größe. Und alles, was um die Leute herum sind für mich Größen, die also wirklich ihre Filme verkaufen, wie Avatar oder die anderen, der Deutsche zum Beispiel, Emmerich, das sind für mich Größen, ja, aber sowas, für mich, nee, kommt doch nicht. So, die ersten 6 Monate gehen ja vorbei und wir haben Sommer, ich werde also auch nicht so viele Videos machen im Moment. Ich hatte gerade eine tolle Anfrage, über drei Stunden hat jemand einen Fernsehfilm aufgenommen und jetzt stört ihn die untere Schrift, also bei NTV, da läuft er immer da unten was lang. Ob ich nicht das ändern könnte? Natürlich könnte ich es ändern, aber bezahlt mir keiner, ich bin ja Cutter.
aber 3 Stunden auf Festplatte überspielen, dann auf die Timeline den Film dann so versetzen, dass man das da unten nicht mehr sieht, ne? Und dann 3 Stunden konvertieren und daraus dann eine DVD zu machen. Ich glaube kaum, dass mir einer das bezahlt. Aber okay, mache ich. Ich habe die Kamera deswegen wieder angemacht. Bildzeitung. Da habe ich dem Postboten auch direkt gesagt, da habe ich gerade Geschenke gekriegt. Also, ja? Lust auf Deutschland, ja? Ich meine, Lust auf die Perle mag sein, aber Lust auf Deutschland, ich weiß nicht. Ne? Ja. Keine Ahnung. Ja? Keine Ahnung, was die da so wollen. Habt ihr die auch geschenkt bekommen? Ja? Die Bildzeitung ist da verschenkt worden. Warum alle so neidisch sind auf uns? Alle sind neidisch auf uns. Uns geht so gut, uns geht so gut. Ist klar, ist klar. Bildzeitung. So, nochmal. Kunden können hier bestellen, tun sie ja auch. Mal gucken, was der Kunde da bestellt oder ist für mich. Nee, ist für den Kunden. Kunde hat bestellt. Bin gespannt, ob er abholt. Wenn nicht, dann habe ich ihn. Guck ich mir an. Ich habe für den Kunden, wie gesagt, ihn den Film bestellt. Er war also da hinterher und wollte unbedingt haben. Gestern war es ja 60 Sekunden Mastercut, ja, also vom Regisseur selbst geschnitten. Und jetzt Krull. So, dann bin ich ja gespannt, ob die Kunden das abholen. Ne? Mahlzeit! Hallo! Grüße! Zum Abschluss in eigener Sache. Wir hatten eine Art Videothek. Nein, man konnte dort Filme bestellen, abholen. Den gibt es nicht mehr. Dann hatten wir Spielwaren, Fachgeschäft, also DVD-Fachgeschäft war also wie gesagt keine Videothek wie früher, sondern man konnte richtig rein mit Videos handeln und Videos kaufen, verkaufen, ankaufen. Wie gesagt, den gibt es nicht mehr, der hat jetzt hier nebenan geschlossen. Dann rechts hat man Spielwaren, reinweg nur Spielwaren, nichts anderes. Den gibt es leider auch nicht mehr. Deswegen mache ich diesen Videoclip, weil wir jetzt mittlerweile alles machen. Wir bieten also an, habt ihr ja gerade gesehen, Krull war bestellt, 60 Sekunden war bestellt. Ob der Kunde das abholt, weiß ich nicht. Wäre mir dann auch persönlich egal. Ich gucke die Filme halt selber noch an. Ich mag auch selber Krull und ich mag auch selber 60 Sekunden. Weil die Version kannte ich noch nicht oder kenne ich noch nicht, habe ich auch noch nicht reingeguckt. Aber wie gesagt, also bei uns kann man Filme bestellen, wie Lesbian Diaries, Vampires. Lesbian Vampires, aber leider ist der nur Aufzeichnung. Also den könnten wir nur aufzeichnen und dann selber eine DVD da oder eine Blu-ray rausmachen. Aber ob ich sowas anbiete, weiß nicht. Also alles was analog, digital, digital, analog, kein Thema, können wir machen. Wir können auch MPEG und so weiter. Wir können alles konvertieren. Wir können alles mit allem arbeiten. Wir können auch alles verarbeiten. Wollte ich nur mal gesagt haben, was wir hier alles anbieten. Das hat nichts nur mit Star Wars zu tun, sondern eine Menge. Ja, hier ist ein riesengroßes Smartphone, wo ihr hineingehen könnt in dieses Smartphone und ihr könntet dort in diesem Smartphone, wie im Smartphone selbst, alles machen. WhatsAppen, telefonieren, Facebook, alles, alles Elektronische ist hier machbar. Wollte ich nur gesagt haben, als Abschluss, wir machen nicht nur Star Wars, wir machen nicht nur Cosplay. Ja, das ist an sich die Geschichte für online, das ist so eine Online-Geschichte. Foto, Film, Figuren, Cosplay, Stadtessen, Club. Das ist online. Das ist eine Online-Geschichte. Aber real ist es immer noch Dienstleister, 100% Dienstleister. Ihr könnt hier arbeiten, verarbeiten für alle Künstler aus allen Sparten. Ist das hier machbar? Hier waren ja auch schon reichlich viele Künstler. Wir haben auch mal ein Jahr Pause gemacht ohne Künstler. Dieses Jahr waren, wie gesagt, einige Cosplayer da, eine Menge an Cosplayer da. Es waren ja auch Schauspieler da. Und das erste Halbjahr ist um. Heute in 10 Tagen werde ich dann die große Rechnung wieder machen. Was hat das halbe Jahr gebracht? Na, dann bin ich ja gespannt, was das halbe Jahr gebracht hat zu den alten Jahren davor. So, videotechnisch haben wir auch eine Menge abgehandelt, die Ideen stehen. Mir ist nur aufgefallen, seitdem ich mich für Captain Rex interessiere, merke ich, wie die Preise da in die Luft gehen. Ich freue mich auf Captain Rex, der kommt als
10 cm Figur. Und das reicht schon mal als 10 cm Figur. So, die anderen Zuschauer und Kunden, die da die Ware bestellt haben, sobald das Geld eingetroffen ist, weil es geht nur in Vorkasse oder Nachname, je nachdem, könnte man das auch machen. Und aber Vorkasse geht nicht anders, weil wir haben sehr, sehr viele Aufträge angenommen, die sind nie abgeholt worden. So kann man seine Sachen auch entsorgen. Ja, wenn mir einer da 100 Videokassetten bringt und sagt, komm, mach mir die fertig, und dann lässt er sich nicht sehen oder die Nummer ist falsch, man kann ihn gar nicht anrufen, dann ist das natürlich blöd. Aus solchen Situationen hat man natürlich gelernt. Da hat man jetzt 100 Videokassetten rumfliegen, die man nicht kennt. Kennt man nicht, weiß man nicht. Das sind auch Schallplatten, aber das ist nicht so schlimm. Die Schallplatten kann man ja im Notfall verkaufen. Das ist ja Börse, Schallplattenbörse und so. Und Videokassetten kann man auch verkaufen. Da stehen halt alle rum, wann so Filme, viele Filme sind hier abgegeben worden, auch Videokassetten, auch DVD, ne, Schwamm drüber. Kann man verkaufen, muss nicht sein. Aber nur Vorkasse. Wollte ich nur gesagt haben, es geht nur in Vorkasse. Wenn irgendwas ist, eine Figur bestellen, nur Vorkasse. Ja? Filme bestellen, Vorkasse. Geht nicht. Ohne geht nicht. So, jetzt trinke ich mir ein Käppchen. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr überhaupt jemals da gewesen wart. Ja? Ich bedanke mich nochmal tierisch für die schöne Sache mit Geburtstag. Ich wirklich. Digital macht sowas von Spaß. Ja, analog hätte man die Leute alle gar nicht unterbekommen, die graduiert haben, also die gratuliert haben und so weiter. Das war ein toller Monat, der noch ein paar Tage hat. Genau 6 Tage. 6 Tage hat der Monat noch zum Arbeiten. 10 Tage insgesamt. Aber da ist ja zweimal Wochenende drin. Ne? Ja, 6 Tage. Ich finde es toll. Ich mache meine Videoclips und bekomme dann immer gut. Ne? Wer ist denn diesmal? Heute war hitzefrei. Heute war hitzefrei. Hattet ihr auch hitzefrei? Ne? Alles klar. So, haben wir auch geantwortet. Finde ich toll. Allem gut. So. Ach, ist das alles süß. Ne? Ich finde es toll. Ich finde es toll analog. Ich finde es toll digital. Ja, die haben alle gut, die haben sie alle gut, die legen sich alle hin. Sie legen sich alle hin, das kann ich gar nicht, ich muss 10 Stunden arbeiten. Ich mache meine Videoclips nebenbei, unterhalte mich noch digital, analog wäre das gar nicht möglich. Ja, ja, ja. Ja, so ist das. So, ich hau mir ein Käffchen rein, ich wünsche euch was, bedanke mich, analog, digital. Und noch einmal, hier geht alles. Hier geht wirklich alles. Fragt, ihr kriegt eine Antwort. Also es geht hier wirklich fast alles. Fast. Wenn es digital ist. Analog, Mods Arbeit, geht nicht. Okay, macht's gut.